Wir haben eben das Tango-Instrument herausgehört, nämlich das Akkordeon. Ich habe Ihnen jetzt auch wieder eine Künstlerin vorzustellen, die noch viel jünger als Christina Bach ist. Sie ist nämlich erst 10 Jahre und wird bald in den nächsten Tagen 11 Jahre sein, so klein. Und mit so einem Rieseninstrument, sie spielt wunderbar mit 11 Jahren aus dem Elsass. Sie heißt Marilyn Menweg. Hier ist sie, Marilyn. Marilyn Menweg, 11 Jahre alt, bald spielt so schön Akkordeon. Und das kommt ja nicht von ungefähr, da hat irgendjemand dran gedreht, der liebe Gott und der Vater und die Mutter. Der Vater ist Musikant, er singt, er spielt, er komponiert, er ist Musiklehrer, Chorleiter, Arrangeur. Also was man sich noch vorstellen kann, da muss das Kind natürlich auch ein bisschen musikalisch sein. Und das haben wir gerade eben gehört. Der Vater spielt jetzt mit der wohlgeratenen Tochter eine kleine Ballade, auf Deutsch Petit. Ballade. Thank you.
Marilyn und der Vater an den beiden Akkordeons. Also, Herr Menwig, das ist ja nicht so einfach, so ein Kind zur Musikalität zu erziehen. Also nein, wir sind zum Beispiel, also meine Frau und mich und meine ganze Familie, wir sind sehr froh, dass das Kind das hingebracht hat. Wir haben es dazu gebracht und sie wollte es auch, sie hat Interesse, Akkordeon zu spielen. Sie haben eine zweite Tochter, ist die auch so musikalisch? Ja, die ist sehr musikalisch, die tanzt sehr gerne. Wir fangen wahrscheinlich jetzt auch mal an mit der Musik im Spätjahr, also im September. Und ich hoffe, dass wir auch daraus was machen können. Da muss man schon ein bisschen stolz sein, so ein Kind zu haben, gell, Herr Vincent. Ich hole meinen Stuhl, damit das Kind auch richtig sitzen kann. Sie hat zwar was zum Sitzen, sie weiß nur nicht, wohin damit. Hier ist also Marilyn, setz dich mal hier hin. Ich habe mir was extra, sie spricht ja kein Wort Deutsch, ja. Sie kann zwar einiges verstehen, ich habe mir es aufgeschrieben, Marilyn. Also pass auf, ich frage dich jetzt was, wie geht das hier? Qu'est-ce que tu vas nous jouer ce soir? Der türkische Marsch. Ich habe sie gefragt, was sie spielen wird, und hat sie gesagt, den türkischen Marsch, wünsche viel Vergnügen. Bitte schön, Marilyn Menwig. Ich habe mir noch was aufgeschrieben. Marilyn, merci. So. Meine Damen und Herren, wir bleiben bei der musikalischen Kunst und haben jetzt einen Gast, eine Dame hier. Das, meine sehr verehrten Damen und Herren, war der fröhliche Alltag heute aus Rhein-Bischofsheim. Wir danken fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Auf Wiedersehen, auf Wiederhören beim nächsten Mal. Tschüss.